dich mal ganz kurz fragen, warum du heute den Koran mitnimmst. Ich habe jetzt gerade mitgehört, du bist Buddhist und nimmst heute, also traust dich hier hinzukommen an diesen Stand und nimmst den Koran mit. Wie kommt's? Weil ich denke, Unwissenheit ist der schlimmste Feind in unserem Leben. Du hast gerade gespendet hier für dieses Projekt? Ja, ich wollte nicht, ich denke, es ist gut, wenn man was gibt, wenn man was bekommt, dass das so ein Geben und Nehmen ist. Dadurch öffnet sich auch mein Geist mehr dem, was ich hier in der Hand habe, und vielleicht wertschätze ich es dadurch auch mehr, ne? Als wenn ich jetzt sage, ach, das ist umsonst, das nehme ich mit. Das ist ja heute bei uns im Konsum oft der Fall, ne? Also nochmal, du bist kein Muslim, du kommst und spendest hier für die Muslime, legst hier Geld nieder, nimmst den Koran mit und willst dich da jetzt schlau drüber machen. Ja, genau. Mashallah. Möge Allah dich recht leiten. Vielen Dank. Ich danke euch wirklich, das ist eine tolle Gelegenheit. Danke, dass es solche Menschen wie dich gibt. Das freut uns, und möge Allah dich recht leiten, inshallah. Solche ehrliche Menschen haben den Islam verdient. Vielen Dank. Ich hoffe, er wird mich auf meinem Weg weiterbringen. Inshallah. Wir machen Bittgebete bei Allah, dass er dich richtig leitet. Inshallah. Dankeschön. Inshallah. Das freut uns. Dann noch viel Erfolg hierbei. Dankeschön. Lass ihn mal umarmen. Ich muss umarmen. Der ist gut. Ey. Ich spüre was.